Hey ihr Lieben, herzlich willkommen bei Aquarinus. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielleicht seid ihr aber auch zum ersten Mal mit dabei und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. TikTok, time's up, better make a move. Don't think twice now, you got things to prove. I'm not playing, I'm not hard to get. Cause when I saw you, there was nothing else. You got dreams and I got dreams. Ich wollte heute mal mit euch über Schnecken quatschen, beziehungsweise so ein kleines Schneckenporträt starten, also kurz gehalten. Ja, hab mir gedacht, ja, ich teile einfach mal mit euch meine 10 Lieblingsschnecken, wenn man das so sagen kann. Auf Platz 10 befindet sich die Pianoschnecke. Ich glaube, vielen ist sie auch geläufig. Ja, viele haben sind da schon mal mit in Kontakt gekommen, ob sie die jetzt gehalten haben oder nicht. Es ist eine doch recht variable Schnecke, denn es gibt nicht nur diese standardgestreiften Variationen, sondern es gibt sie mittlerweile auch in, ja, ich will jetzt nicht sagen Knallgelb, also so ein Gelb-Beige oder in einem ganz dunklen Braun oder sogar in einem Lilaton, wobei der Lilaton mit dem Alter dann schon eher sehr, sehr dunkelbraun wird. Ich finde, es ist keine einfache Schnecke, denn sie ist schon ein Sensibelchen. Ja, sie braucht auf jeden Fall Futter, welches sie filtrieren kann. Also in Pulverform, ja, was dann durchs Wasser wedelt und genau, das ist ganz gut. Ich würde sagen, die Pianoschnecke kann man ganz gut mit Oberflächenfischen halten, sowie ja, ruhige Salmler, die nicht ständig am Boden gucken und in die Schnecken reinhacken oder so. Oder einfach mit anderen Schnecken. Das ist eine ganz gute Kombination. Garnelen kann man machen, aber optimal ist das nicht, vor allem wenn die Garnelendichte irgendwann sehr hoch ist und die Schnecke quasi ja, nicht so ihre Ruhe hat. Auf Platz 9 habe ich die Kahnschnecke gesetzt. Ich glaube, es ist nämlich eine Schnecke, die nicht viele Menschen kennen. Sie ist halt einfach nicht so publik und sie ist so ein kleiner Futterspezialist, wobei man das auch wieder ja, einklammern muss, denn sie ist so ähnlich wie die Rennschnecken, die wir alle kennen, ja, die man im Online-Shop oder im Laden bekommt, die sich aber nicht vermehrt, ne, die überall ihre Eier hinlegt und ja, das kennen, glaube ich, die meisten. Und die Kahnschnecke ist quasi auch so eine Art Rennschnecke, ja, sieht auch so ähnlich aus, ist allerdings recht klein. Ich würde auch schätzen, ja, bis zu einem Zentimeter Durchmesser kann sie so erreichen, wobei es da auch nochmal Unterschiede gibt. Es gibt zum Beispiel die Theodoxus fluviatilis, die ein bisschen kleiner bleibt, und dann gibt es die Theodoxus danubialis, also die Donaukahnschnecke, die ja schon ein bisschen größer wird und auch ein bisschen anders aussieht vom Gehäuse her. Warum ich euch die vorstelle, mit ein Grund ist, es sind Schnecken, die sich im Süßwasser sehr gut nachziehen lassen. Ja, sie legen auch Eier und dann aus einem Eikokon schlüpft dann auch ein Schneckchen. Und ja, wenn man den Schnecken halt das bieten kann, was sie brauchen, das ist auf jeden Fall Aufwuchs, ja, Algenaufwuchs, generell Aufwuchs, sind zum Beispiel keine Schnecken, die jetzt groß an ja, Fischfutter gehen oder so, aber ja, wenn man darauf achtet, dass das Aquarium nicht so clean ist, dann kann man diese Schnecke sehr gut halten. Genau, deshalb würde ich bei Kahnschnecken sagen, die kann man sehr gut mit vielen Fischen halten, außer jetzt die halt definitiv an Schnecken gehen, und auch mit Garnelen. Und immer natürlich mit anderen Schnecken, außer Helena-Schnecken, ja, die Raubschnecke, das geht dann nicht. Und ich bin ja immer ein Verfechter davon, Schnecken im Aquarium zu halten, die sich auch vermehren lassen, sodass man nicht mehr auf Wildfänge zurückgreifen muss, sondern
ja, wenn man sich für ein Tier interessiert, dann auf Nachzuchten zurückgreifen kann. Und deshalb, Leute, möchte ich euch heute auch einfach die Kahnschnecke vorstellen. Eins vielleicht noch vorweg, die Kahnschnecke mag es generell eher ein bisschen kühler. Ja, also die wäre jetzt nichts für ein Thylomelania-Aquarium oder Diskus-Aquarium, wo es eher warm ist und so. Das ist jetzt nicht so deren Ding, aber so bei Zimmertemperatur und kühleren Temperaturen kann man sie definitiv sehr gut halten. Was man vielleicht noch wissen sollte, die Theodoxus fluviatilis vor allem, bei der Donau, bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher, steht auf der roten Liste, ja, also kommt nicht auf die Idee, die von draußen nach drinnen zu holen, weil in Deutschland, ja, gibt es tatsächlich auch Kahnschnecken, aber wie gesagt, die steht auf der roten Liste, deshalb sollte man auch immer auf Nachzuchten zurückgreifen. Auf Platz 8 haben wir die gemeine Schnauzenschnecke, auch wenn sich das übel anhört, ist es eine ganz tolle, okay, ich wollte sagen ruhige, Schnecken sind immer ruhig, aber ja, eine sehr kleine Schnecke, ja, also die wird nicht mal einen Zentimeter, außer die Weibchen vielleicht. Gemeine Schnauzenschnecke hält man normalerweise im Teich, aber unter guten Bedingungen kann man sie auch gut im Aquarium halten, zum Beispiel zusammen mit der Kahnschnecke. Ja, das klappt ganz gut. Und es ist auch wieder eine Schnecke, die eher speziell ist. Ja, also das ist keine Anfängerschnecke. Aber sie ist halt sehr, sehr klein. Ja, wäre vielleicht auch was für ein Nano-Aquarium. Auf Platz 7 befindet sich die koreanische Turmdeckelschnecke Semisulcus vira gottschei. Ja, es ist, wie ich finde, eine wunderschöne Schnecke. Es ist eine Turmdeckelschnecke, ja, also eine Schnecke, die schon viel im Bodengrund lebt, aber nicht ausschließlich. Also man kann sie jetzt nicht so mit den Standard-TDS vergleichen, die ja wirklich, ich sag mal, 90% des Tages im Boden leben. Das tun sie jetzt nicht. Und man sollte wissen, sie gehen gerne an Pflanzen, wenn sie nicht genug Nahrung bekommen. Ja, also es wäre eine gute Begleitschnecke für ein Thylomelania-Aquarium oder generell für ein Schneckenaquarium, was ja vor allem mit Pflanzen ausgestattet ist, die Thylos nicht mögen, zum Beispiel Anubien, Krypten, Wurzelphalandren, Javafan steht noch ein bisschen Stern, ich glaube, das mögen sie auch nicht so dolle. Genau, alles Pflanzen, die recht hart sind und genau, die Thylos halt nicht mögen, das mögen die koreanischen Turmdeckelschnecken auch nicht. Wird ungefähr, ich muss noch kurz gucken, so 2 cm groß, ja, also so mittelgroß, nicht zu groß, nicht zu klein. Auf Platz 6 habe ich die Bella-Schnecke gesetzt. Also ich habe sie schon jetzt seit Jahren nirgendwo mehr gesehen, dass sie verfügbar war oder so. Steht immer auf vergriffen, ja, also in Online-Shops und im Laden habe ich sie auch generell noch nie gesehen. Es ist eine wunderschöne Schnecke. Also, ihre Haut ist schwarz und sie hat halt diese knallroten Akzente. Gehäuse, da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das schön ist oder nicht. Ich finde schon, aber es ist jetzt auch nichts, was heraussticht. Aber die Haut allein, Leute, schwarze Haut mit diesen roten Akzenten, das ist einfach was ganz Besonderes. Leider ist es bei dieser Schnecke so, dass sie sich, soweit ich weiß, nur einmal hat nachzüchten lassen und dann hat man nie wieder was davon gehört. Viele Menschen haben sich dran versucht. Woran es liegt, weiß man nicht so genau und ich schätze mal, dass es auch mit der Grund ist, warum man sie auch nicht mehr bekommt. Vielleicht ändert sich das nochmal, vielleicht kann man nochmal den Versuch wagen, diese Schnecke doch irgendwie nachzuziehen und ja, dass man sie quasi als Nachzuchten dann auch regelmäßig bekommen kann. Ich würde mich an so einem Projekt ja gerne nochmal versuchen, aber wie gesagt, man bekommt sie halt leider nicht mehr. Aber ich habe sie trotzdem mal mit reingenommen, denn es ist wirklich eine richtig schöne Schnecke, die ja sehenswert ist einfach. Auf Platz 5 haben wir eine Schnecke, mit der ich damals sehr viel Erfahrung sammeln konnte. Ja, und zwar die Tiger-Turmdeckelschnecke. Chipango Paludina Loisitoides. Leute, die lateinischen Namen, wie gesagt, das ist gut Glück ausgesprochen, ja. Steinigt mich nicht dafür.
ist auch ein Filtrierer, aber auch Aufwuchsfresser, ist so ähnlich wie die Pianoschnecke und ich würde auch mal sagen wie die Blueberry Snail. Keine unbedingt Anfängerschnecke, auch vielleicht eher was für ein Art-Aquarium oder für ein Schneckenaquarium. Fischen vielleicht was für Bodenbewohner. Ich überlege gerade, sie ist halt schon viel unterwegs, ja, an Scheiben, auf Pflanzen, ist jetzt nicht unbedingt so der Bodenbewohner, ist schon, ja, viel unterwegs, deshalb überlege ich, Fische, jein, kommt auf den Fisch an, halt, friedliche Fische, ja, alles andere definitiv nicht, denn sie ist auch ein Sensibelchen, also wenn an ihr rumgepickt wird, dann zieht sie sich in ihr Haus zurück und kommt auch nicht mehr raus und ja, verhungert dann quasi. Vielleicht was für ein Filtrierer-Aquarium, vielleicht mit Fächergarnelen, mit anderen Filtrierern, ne? Generell Schnecken-Aquarium. Und ja, ist dafür. Und definitiv lässt sich im Süßwasser nachziehen, ja, das an dieser Stelle. Man bekommt auch ab und zu Nachzucht. Auf Platz 4, Leute, jetzt freuen sich bestimmt viele, steht die Blueberry Snail. Trotz, dass ich schlechte Erfahrungen damit gemacht habe. Leute, an dieser Stelle, ich bin dran. Ich bin dran. Eventuell habe ich Glück, Nachzuchten zu bekommen. Und dann kommt diese Schnecke in mein Schneckenaquarium, was ich halt für solche Schnecken ausgelegt habe und optimiert habe. Ja, also keine Kombination mit anderen Tieren, nur mit Schnecken und... Der Vorteil, dass es Nachzuchten sind immer stabiler, hoffe ich, dass ich dann diesmal Glück mit habe. Es ist so, über die Blueberry Snail, viele Menschen haben Pech damit, ein paar Menschen gelingt es aber, sie gut zu halten. Deshalb habe ich es auch nochmal hier mit reingenommen. Es ist nicht aussichtslos, ja Leute, also wir arbeiten dran. Es wäre wirklich schön, wenn wir diese Schnecke... in unser Aquaristik-Dasein integrieren können, dass es eine Schnecke ist, wo man immer wieder darauf zurückgreifen kann, weil es genug Nachzuchten irgendwann gibt und das wäre sehr, sehr schön. Deshalb habe ich für mich auch entschieden, dieses Thema nicht komplett aus meinem Leben zu verbannen, ja, und möchte es einfach nochmal mit Nachzuchten versuchen und dann schauen wir mal. Die Blueberry Snail ist auch definitiv ein Filtrierer. Ich würde jetzt nicht sagen komplett, also weil ich sie ja auch schon gesehen habe, wie sie Aufwuchs frisst für mein Futter. So hat sie sich allerdings nicht sonderlich interessiert. Na gut, aber wenn man das weiß, dann kann man ja dementsprechend das Aquarium strukturieren und vorbereiten, dass diese Sachen gegeben sind. Und würde sie auch nicht als Anfängerschnecke bezeichnen. Ich würde sie auch nicht in ein Gesellschaftsaquarium packen. Zu Garnelen vielleicht auch nicht unbedingt. Also wäre vielleicht wirklich eher was für ein Schneckenaquarium. Ja, oder mit Tieren, die sehr friedlich sind. Fächergarnelen, der eine oder andere Wels könnte ganz gut funktionieren. Oberflächenfische vielleicht noch. Aber... Der Fokus sollte schon echt auf den Schnecken liegen, denn meine Erfahrung bis jetzt ist, sie brauchen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit als andere. Auf Platz 3, ihr Lieben, habe ich eine Schnecke gepackt, die ich persönlich richtig toll finde. Ich glaube, dass sie bei vielen nicht so die Anerkennung findet, vielleicht aufgrund ihres unscheinbaren Gehäuses, wobei unscheinbar auch wieder Definitionssache ist. Auf Platz 3 steht bei mir die Brotia pagodula und darunter fällt für mich aber auch die Brotia armata, weil die sehr ähnlich ist. Deren Gehäuse ist halt ein bisschen dunkler, aber es ist genauso strukturiert, ja, mit den Stacheln und die Haut ist sehr ähnlich. Es ist einfach eine, wie ich finde, sehr schöne Schnecke. Sie werden sehr groß, die auch ein Sensibelchen ist, das sollte man definitiv wissen. Sie mag es ganz gerne warm, aber nicht zu warm. Zu kalt ist auch sehr schlecht. Aufwuchsfresser, viel Laub. An Futter geht sie manchmal, aber eher nicht so. Also ne, an industrielles Futter nicht so, manchmal halt. Aber mit Laub, da bedient man sie ganz gut. In Kombination mit Garnelen, da
das funktioniert nicht so richtig. Ja, sie fühlt sich sehr schnell gestört, wenn an ihr rumgefummelt wird, zieht sich zurück, verhungert, verendet. Deshalb, das ist schon eher eine Schnecke, ja, für gute Bedingungen. Ne? Das muss halt alles irgendwie stimmen und dann geht es ihr auch gut und dann ist sie fit und unterwegs und dann hat man sehr viel Freude damit. Auf Platz 2, ihr Lieben, habe ich die Apfelschnecke gesetzt und damit meine ich die Pomacea. Pomacea, das hört sich irgendwie nicht richtig an, aber ja, und zwar Pomacea, die hat auch zweierlei Namen, einmal Diffuser und einmal Brigesi oder so. Ich weiß jetzt nicht, welcher der aktuelle ist, da ändert sich ja immer mal wieder was, warum, keine Ahnung. Aber es ist die bunte Apfelschnecke, ein paar Menschen kennen sie bestimmt. Ja, es ist eine recht große Apfelschnecke, die wird, mal überlegen, so 3-4 cm in der Breite. Und die gibt es in 4 verschiedenen Farben, in rosa oder pink, in lila, in blau, in weiß, in gelb, in grün, in braun, blau, habe ich das schon gesagt? Es gibt sie auf jeden Fall in sehr vielen schönen Farben und es sind knallige Farben. Es ist aber so, dass diese Schnecke schon seit vielen Jahren verboten wurde, aus ganz unlogischen Gründen. Ja, es ist so, diese Schnecke geht eigentlich nicht so an Pflanzen. Also unter gewissen Umständen ja, wenn sie gar keine andere Ernährung findet, dann tut sie das. Aber das tut sie eigentlich nicht gerne. Das ist so meine Erfahrung mit den Schnecken. Wenn man die gut füttert, dann passiert da gar nichts mit den Pflanzen. Und es ist so, dass andere, es gibt ja verschiedene Pomaceas, ja. Und es ist so, dass diese in anderen Ländern sehr invasiv ist und komplette Reisfelder vernichtet. Und deshalb von der EU als ja, gefährlich eingestuft wurde und halt die Haltung der Schnecke untersagt wurde. Da gibt es auch wieder so Grauzonen, ja, aber Leute, es sind jetzt so viele Jahre rum, da kann man halt auch nicht mehr sagen, ja, das sind Alttiere, denn so alt wird diese Schnecke halt auch nicht. In gewissen Kreisen gibt es sie immer noch und da bin ich ganz ehrlich, Leute, da bin ich auch froh drum, ja, dass man diese Schnecke nicht komplett aufgibt, vor allem bei diesem sinnlosen Hintergrund. Ich hoffe, dass das vielleicht auch nochmal irgendwann aufgegriffen wird und sich da richtig mit befasst wird von den Leuten, die dafür zuständig sind und ja, die Schnecke dann doch nochmal zurück in unsere Aquaristik kommt. Trendgeschlechtliche Schnecke, auch super interessant. Sie legt ihre Eier außerhalb des Wassers, ja. Damals hatte ich sie ja eine ganze Zeit lang und ich fand es immer super spannend, dann morgens im Aquarium zu gucken, die Abdeckung hochzumachen, zu gucken, und ist da irgendwo ein Apfelschneckennest und so. Und wenn dann eins da war, da hat man sich halt super gefreut, ne? Und diese Schnecken, es dauert ein paar Wochen, dann reifen in diesen Eiern diese Schnecken heran, dann brechen sie heraus und gehen runter ins Wasser. Und dann wachsen sie dort auf. So, und wer mich jetzt kennt und immer gut aufgepasst hat, weiß jetzt auch jetzt schon definitiv, was auf Platz 1 ist. Leute, auf Platz 1 ist natürlich die Thylomelania, denn es ist eine so vielfältige, wunderschöne, interessante Schnecke. Es gibt sie in klein, es gibt sie in groß, es gibt sie in mittelgroß, es gibt sie in gelb, es gibt sie in albino, in schwarz, orange, es gibt sie in gesprenkelt und es, also so viele Variationen. Gut, man muss wissen, Thylomelania gehen definitiv an Pflanzen, wenn sie nicht genug Nahrung bekommen. Ja, das hängt von vielen Faktoren ab, von der Besatzdichte, von dem Futterangebot, von den Pflanzen im Aquarium. Man kann gegensteuern, man kann Pflanzen nehmen, die die Thylomelania zum Beispiel nicht mögen. Ja, das habe ich ja eben schon mal erwähnt. Da kann man das, kann man da trotzdem ein sehr schönes Aquarium draus machen, wenn man Pflanzen drin haben möchte. Und ja, es ist so, Thylomelania sind getrenntgeschlechtlich. Leider kann man das äußerlich nicht so erkennen. Ja, sie gebären im Monat ein Baby, manchmal zwei, aber eher eine Babyschnecke. Und diese braucht je nach Variation, ja, also je nach Schnecke, also je nach Thyloart,
ungefähr ein halbes Jahr bis 2 Jahre, bis sie ausgewachsen und selbst geschlechtsreif ist. Also das müsst ihr euch mal überlegen. So, wie alt so eine Thylomelania wird, steht so ein bisschen in den Sternchen. Ich habe einen Bekannten, der hat eine Thylomelania, die schon über 10 Jahre alt ist. Das ist schon eine Hausnummer, Leute. Das ist schon, also unter optimalen Bedingungen ist es wirklich eine Schnecke, die man ganz, ganz lange halten kann, wo man ganz lange Freude mit hat, die, ich sag mal, auch so viel Potenzial bietet, weil sie die verschiedenen Arten untereinander, also nicht alle, aber viele lassen sich kreuzen. Dadurch kann man neue Variationen heranziehen, wo ich auch dran bin. Ja. Und sie bietet einfach sehr, sehr viel Potenzial. Es ist eine ganz tolle Schnecke. Deshalb definitiv auf Platz 1. Denn ich kenne keine Schnecke, die so viel Variation mitbringt. Ja? Es gibt auch eine Thylomelania-Art, da habe ich auch letztens nochmal nachgeforscht. Die gab es damals eine Zeit lang und ich weiß gar nicht, ob es sie immer noch gibt. Es ist allerdings eine, die man in Brackwasser halten muss. Und zwar die Kingsnail. Ja, es ist auch eine Thylomelania. Und Leute, ihr könnt ja mal googeln. Wie gesagt, ich kann jetzt hier leider keine fremden Bilder mit reinnehmen. Ich kann immer nur das zeigen, was ich selber fotografiert habe oder aufgenommen habe. Aber googelt es doch einfach mal. Ich glaube, dass da auch noch einiges auf uns zukommen wird in diesem Gebiet. Sei es, dass so Leute wie ich an neuen Variationen züchten oder aber, dass ja noch Wildfänge mit reinkommen, die wir so noch nicht kennen. Ne? Wie zuletzt jetzt die Thylomelania cinnabartfeldi, eine komplett andere aussehende Schnecke, ja, weil normalerweise ist die Thylomelania immer wie eine Turmdeckelschnecke, ein langes Gehäuse, schmal, und die Thylomelania cinnabartfeldi zum Beispiel hat ein Gehäuse wie eine Pianoschnecke, was mal was komplett anderes ist. Und deshalb bin ich da sehr guter Dinge, dass wir da noch sehr viel erwarten können und uns darauf freuen können. Wir sind am Ende. Ich habe euch heute extra Schnecken vorgestellt, die nicht jeder kennt. Ja, also die schon eher so in den Insiderkreisen kursieren. Ja, für echte Schneckenliebhaber bzw. Schneckenfan. Wir haben heute gar nicht die Thematik Schnecken für Anfänger oder so. Ja, da können wir gerne auch noch mal ein Video drüber machen. Aber mein Wunsch ist halt auch tatsächlich, so ein bisschen Menschen dafür zu begeistern. Okay, Leute, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht und ihr konntet einiges für euch mitnehmen, ein bisschen was Neues entdecken, neue Ideen sammeln, ne, neue Pläne schmieden für ein neues Schneckenaquarium vielleicht. Und ja, freue mich halt auch sehr darüber, wenn ich denn dann mal über Schnecken quatschen kann. Denn es ist schon eine große Leidenschaft von mir. Ja, wie gesagt, Leute, ich bin damals mit Schnecken reingestartet in die Aquaristik. Meine erste Schnecke war die Gertrude. Gertrude war eine Blasenschnecke, die ich mir erkämpft habe im Aquaristikgeschäft. Denn ich bin da hingefahren und habe gesagt, hallo, ich hätte gerne diese da. Und die gucken mich an und gucken sich so untereinander an und sagen zu mir, ja, das können Sie aber hier nicht kaufen, das verkaufen wir nicht. Das ist mehr oder weniger eine Plage. Und ich gucke die an und denke mir so, ich hätte die aber gerne. Dann habe ich sie umsonst bekommen. Und ich glaube, die waren froh, dass sie los waren. Ja, und ja, und ich bin mit Gertrude durchgestartet. Die ist auch echt richtig groß geworden, diese Blasenschnecke. Das ist immer noch mein Steckenpferd. Ja, danach kommen die Garnelen und danach kommen die Fische. Ja, aber wie gesagt, Leute, mir ist ja immer dran gelegen, dass wir hier kunterbunt sind und bleiben und vielleicht auch noch kunterbunter werden. Ja, viele Fischprojekte sind geplant, wo die Aquarien einfahren. Ja, wird alles jetzt nach und nach fertig gemacht. Und dann gibt es auch super interessante Fische hier auf diesem Kanal. Ich sage nur Thema Grundeln. Also nicht die dicken Hummelgrundeln, sondern noch andere Grundeln, Kugelfische sind geplant. Und genau. Ja, da freue ich mich auch riesig drauf. Und ich hoffe, dass ihr euch da auch drauf freut. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video hoffentlich wieder.
Was das sein wird, weiß ich noch nicht. Und wünsche euch bis dahin eine wunderschöne Zeit. Macht's gut und bis demnächst. Tschüss.